Hey Leute und willkommen zu einer neuen Serie. Diese nennt sich, keine Ahnung wie sie sich nennt. Ich denke mal, der Spielmodus heißt irgendwie 7SG oder SG7. Ihr seht es im Titel. Es ist auf jeden Fall Survival Games mit 7 Leuten. Ich erkläre euch gleich den Spielmodi näher. Und ich finde den, ich feiere diesen so hart. IP ist in der Beschreibung von dem Server. Wir sind hier einfach zu sechst. Und ich feiere diesen Spielmodi so übel. Ich habe gerade 2 Runden gespielt. Beide gewonnen. Hab eine, ich zeig's euch, du weißt, 7er KD. Richtig krass eigentlich. Und auf jeden Fall finde ich den Spielmodi total cool. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Ich werde eine neue Serie daraus machen. Road to Top 10, denke ich, nenne ich sie. Also, dass man sozusagen in die Top 10, 104 bin ich gerade im Ranking. Also bin schon ziemlich weit oben. Da der Spielmodi auch noch neu ist. Und ich kann ihn nur empfehlen, das ist von AnyArt LP, der Server. Und ich feiere ihn jetzt schon. Naja, hier geht es einfach darum, muss halt Kisten sammeln auf kleineren Maps. Und dann einfach wie Survival Games Leute töten. Und man respawnt, wenn man getötet worden ist. Ich glaube, so nach 2 oder 3 Minuten gibt es dann. Oh, hier kann man schon eigentlich gleich killen. Also, wenn ich den jetzt hier töte, das zählt nicht als Kill. Und er droppt auch nicht seine Sachen, aber er droppt ein Item. Die ich dann bekomme, halt zufällig, irgendeins. Und das Item habe ich dann. Und er respawnt sozusagen. Im Deathmatch dann, da zählen erst die Kills. Also im Deathmatch kommen alle 6 ran. Außer einer reconnected, beziehungsweise lefted. Oder reconnecten geht, glaube ich, gar keine Ahnung. Feuerzeug haben nur 6 Ticks. Ich laufe mal extra hier. Okay, dann möchte der erst umkämpfen. Ich glaube, wenn man jemand killt, regeneriert man aber auch nur im Deathmatch. Er hat sein Feuerzeug gedroppt. Lol. Alter, mein Herz. Ich glaube, ich kämpfe jetzt, also wenn jemand killt, kriegt man auch ein Level. Ach verdammt. Aber war auch nicht mehr so voll. Ich habe ein Schwert gedroppt habe. Gut. Weil es passiert schon manchmal. So, hab ich noch Schuhe. Das hielt jetzt alles zur KD nichts, einfach nur Items. Und genau. Im Deathmatch dann, das ist das Coolste, wie ich finde. Gibt es dann halt so einen großen Kampf. Man kann auch enchanten. Jetzt wird mein Level leider wieder weggenommen. Ich ja gekillt worden bin von so einem Randy, bei dem ich mich übrigens rächen möchte. Und ja, Leute, ich gebe es zu, ich fange letzter Zeit zu viele Serien an, aber ich denke, das hier wird auf jeden Fall zweimal in der Woche kommen. PvP-Serie werde ich dann vernachlässigen. Das ist ja auch sowas wie PvP. 90 Sekunden scheiß Deathmatch. Und die Toms Kommentare einmal die Woche, ich denke, es erstmal nochmal mehr. Leben Roleplay geht auch nicht mehr so lange und das normale Leben geht natürlich weiter. Also das auch, aber ich meine, die normale Lebensserie, wo ich einfach manchmal was zeige und so, kam bis jetzt auch, ich weiß nicht, 1 oder 2 Folgen. Ich weiß nicht, ob ich die zweite Folge jetzt schon hochgeladen habe. Ist einfach eine ziemlich spontane Serie. Ich habe gerade noch das Video geschaut, nicht mal zu Ende. Von AnyArt, wo er den neuen Spielmodi vorstellt. Und ich feiere ihn einfach. Ich habe leider kein Essen, ist das Problem. Aber ich denke, ich komme so aus, weil wenn man jemanden halt im Deathmatch tötet, dann regeneriert man halt, wie schon gesagt, voll. Hier ist überall eine Bowl drin, keine Ahnung warum. So, jetzt habe ich 1,5 Hungerbalken verloren, das heißt, ich tue nicht mehr regenerieren. Oh, nice. Hier ist Essen drin. So, von mir aus kann es losgehen. Es sind noch 5 Leute drin. Einer ist anscheinend geleftet oder es waren von Anfang an nur 5. Okay, da vorne ist noch. Ja, Mann, den kill ich noch. Ein Pinguin. Grüß endlich, Tosch. Weiß gar nicht, ob du noch einen Pinguin-Skin hast. Hat sich nicht einmal auf Dojo gesehen. Ja, Team oder was hier. Bogen. Das wäre natürlich super, wenn der den droppen würde. Wenn man ins Deathmatch reingeportet wird, ist man übrigens auch voll. Also muss man sich da keine Gedanken machen, weil abstauben ist hier echt was schon möglich ist, aber. Oh, fuck, mein Handy. GG. Okay. Ich habe ganz vergessen, auf stumm zu stellen. Okay, ich gehe erstmal auf den, weil er hat kein Harnisch. Ich habe sonst eigentlich auch nie einen Harnisch in meinen Runden gehabt. Ich hoffe natürlich, ich verkacke jetzt nicht. Also gewinnen. Mal schauen. Aber auf jeden Fall nicht verkacken. Besonders wenn es jetzt irgendwie ein Hacker oder ein guter Spieler ist, wie es aussieht. Aber ich denke, ich hab ihn. Yep. Ein Bogen. Nice. 10 Pfeile. Ist stark. Okay. 2 Leute nehmen noch Blockplays, YouTube. Viel Spaß mit YouTube spielen, okay. Der lebt noch. Ich könnte mein Schwert natürlich versuchen zu enchanten. Muss ich mal ein bisschen Bow spammen. Sozusagen vorwärmen.
Oh Gott, wie schlecht. Bitteschön. Dein Ding ist kaputt. Alter, nein. Was mache ich denn? Ich meine, ernsthaft so schlecht treffe ich gerade. Das heißt, habe ich nochmal. Okay, gut. Jetzt könnte ich drauf gehen. Jetzt ist der Zeitpunkt. Vielleicht noch anzünden. Hätte mich ins Spinnennetz gesetzt. Keine Ahnung, was heißt. Lol. Ja, ich entscheide einfach das Schwert, wenn er jetzt hier nur wegrennen will. Geht nicht. Geht das hier auf 1? Ne. Okay, dann gehe ich drauf. Okay, mal schauen. Alter, war es knapp. Alter, sein Feuerzeugen. Es ist gut, dass hier nur so wenig Ticks hat. Also, die Feuerzeuge. Er isst was. Ich hab ihn in die Ecke. Aber er hat einen guten Ping. Nein, GG, aber trotzdem. Wie viel Herzen hat er? 2,5, GG. Gucken, wie das KD ist. Ach, der KD. Ach so, bei einem Tod, dann ist man sozusagen noch nicht so ganz wirklich durch. Das heißt durch, aber... Naja, auf jeden Fall. Nein, die ist schon voll. Ja, okay, ich würde sagen, dann müssen wir einen Schnitt rein machen. Also, bis gleich. So, Leute, und willkommen zur Runde 2. Wir spielen Mini-SG6. Also, eine verkleinertere Variante von der Map SG6. Das Ganze ist so am Hive-Server gehalten. Es gibt auch Tattoos, wie es heißt, Tier, wird's geschrieben. Keine Ahnung, vom Hive. Also, die Leute, die auf Hive spielen, kennen das. Oh, ich habe schon mal ein Eisen, ein Diamant. Das ist ganz nice. Ich gehe einfach mal hier hinten hin. Nehme ich vielleicht eine Melone mit, weil die konnte ab... Also, oh Gott. Eine Versprecherrunde, ey. Ich merke schon, ja. Die kann man halt abbauen und da kriegt man Melonen. Oh mein Gott, wer hat's gedacht? Okay, ist hier irgendwas? Nee, anscheinend nicht. Würde ich sagen, raus hier. Oh, man kriegt schon Fallschaden. Lol. Hab gedacht, eine Schutzzeit kriegt man keinen Fallschaden. Ich habe schon ziemlich viel aufgenommen. 3 Parts Pokémon. Stark. Ist hier irgendwas? Hallo? Hallo, nö. Ah, hier ist eine Kiste, bitteschön. Verdammt. Also die letzte Runde war... Also, ich nehme... Also, ich spiele... Alter, ich raste gleich aus. Sorry, Leute, dass ich ein bisschen verpeilt bin. Ich habe heute echt schnell aufgenommen und schon gemacht. Und morgen fängt die Schule wieder an. Oh mein Gott, nein. Naja, ich habe 2 Runden gespielt, habe diese beiden gewonnen. Und kaum nehme ich mal eine auf. Und gewinne sie nicht, natürlich. Aber, Leute, Gewinn ist im Leben nicht das Einzige. Es gibt nämlich auch Verlieren, wer hätte es gedacht. Ich nehme den Hanche auch mit. Aber ich nehme beide Hanche, falls mir einer geklaut wird. 2 Kisten. Einmal eine ohne Schwert. Die andere auch ohne Schwert, das gibt's doch nicht. Aber ich könnte mit dir Schwert machen, wenn ich einen Stick hätte. Den bräuchte ich noch. Ich versuche mir irgendwo einen zu ergattern. Also sind immer noch nicht in den Top 100. Das ist ja auch nicht unser Ziel eigentlich, aber trotzdem wäre es schon mal ein guter Anfang. Um unter die Top 10 zu kommen. Gott, diese Versprecher. Oha, wie viele Kisten sind denn hier? Ist schon alle leer. Achso, Redstone-Kisten. Ja, gut. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, eine YouTuberin. Oder YouTuber, keine Ahnung. YouTuber oder YouTuberin. Wer weiß. Was ist denn? Was ist denn los mit dir? Okay, da ist noch eine Kiste, wo eine Hose liegt. Ich gucke mal, ob hier oben schon jemand war. Bestimmt. War noch nicht mal jemand, aber trotzdem bringt's nicht viel, weil da kein Schwert ist. Ach Mensch, ich brauche nur einen Stick oder ein Schwert. 90 Sekunden beginnt Deathmatch. Ist hier ein Schwert bitte? Nein. Gerade hatten wir auch so erst so spät ein Schwert, oder? Ich bin auf die Dächer. Da hat man vielleicht noch Glück. Im Endeffekt wäre mir sogar ein Stick lieber als ein Schwert. Oh, ja okay, oder so geht's auch. Ich nehme mal hier diesen Hanich mit. Einfach nur so, aus Prinzip. Also Team nicht, Gott sei Dank. Entschuldigung, mal hier so hin, damit ich die nicht sozusagen zeige. Und da kommt noch so ein Assassinen. Oh, der will auf mich. What the fuck? Der leckt so ein bisschen. The Fox Plays. Ja, er zündet mich eh an. Besonders auf diesem engen Raum. Als selbst ausgemacht. Läuft bei dem.
Okay, jetzt ist es kaputt. Die Feuer waren ein bisschen komisch und doof gesetzt von ihm. Ah, den müsste ich haben. Nice. Es hat auch ein bisschen geleckt, aber trotzdem GG. Bringt alles ein paar Punkte und halt die Items. Ich weiß nicht, was er gedroppt hat, aber ich glaube im Essen. Ja genau, der hat Melonen gedroppt. Melons. Das ist ziemlich gut. Das kann ich auch im Deathmatch enchanten. Oder kommt sogar noch einmal einer. Ich möchte eigentlich keinen Strite. Kein Strizzle. Die kämpfen immer noch hier. Okay, wie viel sind wir denn? Ich versuche einfach schnell in die Mitte, aber wahrscheinlich schaffe ich es eh nicht schnell zu entscheiden. Oder doch? Hä? Ah ja, doch. Ha. Stirb! Ja! Nice. Das war ein guter Kill. Hat sich zwar nicht wirklich gewehrt, aber war ein guter Kill trotzdem. So. Da. What the fuck? Woher kommt der denn? Was ist denn mit dem Typen los? Lauf bei dem. Alter, die Abstauber. Richtige Schlawiner. Dieser The Foxblaze, der regt richtig auf. Der muss jetzt dran glauben. Ich werde wahrscheinlich jetzt gehittet von dem. Ich muss ihn killen. Okay, wieder voll gereckt. Zack. Warum war denn das Feuerzeug auf der falschen Stelle? Erst mal das Essen. So, ich habe 3 Level. Ich könnte den Bogen entscheiden. Egal, YOLO. GG, gewonnen. Gott, was für eine KD haben wir jetzt? Eine 11er KD, das gibt's doch gar nicht. Doch bei Roller. Und eine dritte Runde, würde ich sagen, machen wir auch noch. Ich hoffe mal eine andere Map, weil das sind die beiden, ich sag mal, beliebtesten Maps. Ich weiß aber jetzt nicht. Wir können sogar gleich in eine reingehen, aber ich würde sagen, ich mal einen kleinen Cut rein, bis dann losgeht. Also bis gleich. Hey Leute und willkommen zur letzten Runde. Leider nochmal dieselben Map, aber ist auch egal. Da kennen wir sie jetzt halt schon ein bisschen besser. Paraspit ist auch in der Runde. Den habe ich gerade auch im Video gesehen. Oh mein Gott, wie schnell rede ich gerade. So, ein bisschen wieder beruhigen. Den habe ich auch gerade im Video gesehen von AnyArt. Der ist auf Platz 22 und warum ist der da runtergefallen? Läuft bei dem. Ich gehe jetzt mal eine andere Route sozusagen. Aber die geht schon jemand anderes. Die Kiste bekommt trotzdem mich. Alter, eine Full-Ketten fast. Wenn der Helm fehlt. Das war auf jeden Fall eine richtig gute Kiste. Und ich weiß halt nicht, was mit diesen Tier 2s auf sich hat. Könnte man hier vielleicht einen Kommentar schreiben, falls ihr auf Hive spielt und euch damit auskennt. Wenn ich das Gold mit dem mache, ich einfach mal. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass eins von diesen Drecks-Items da gedroppt wird. Die Runde davor war ziemlich gut, wie ich fand. Eine 11er KD, wenn wir diese Runde jetzt auch noch gewinnen würden, dann hätten wir echt eine ultimative KD. Und sowas verdient sich dann auch einen Platz in dem Titel. Das wäre für ihn richtig nice, wenn wir jetzt noch, keine Ahnung, dann 2 Kills machen. 13er KD. Aber die wird auch nicht ewig halten, außer man hört einfach auf zu spielen. Aber mal schauen, was die Runde sie hier so bringt. Erstmal ein Schwert, das wäre ganz gut. Das Problem ist jetzt halt, dass diese Leute komplett killen können. Das ist halt das Problem und ich habe kein Schwert. Hier geht's nicht rein. Hier geht's aber hoch, deswegen mach ich das. Da war jetzt so eine Kiste, aber ne. Danke, echt freundlich. Das Break. Oh, ein Premium-Spieler. Ich gleich jemand Premium gegönnt. Kann man ja mal machen. Naja, ich schau mal, ob ich mir hier Premium kaufe. Ich denke nicht, weil es lohnt sich einfach nicht. Oh nein, verdammt. Aber das war eine gute Reaktion, aber naja. Bisschen zu spät. Egal. Ich werde eh sterben. Ja, Alter, das ist kacke ohne Schwert. Ich finde es vielleicht besser, wenn man am Anfang eine Holzaxt hätte, aber das ist halt auch sowas mit Kistenglück. Sowas zählt hier halt auch ziemlich stark. Bei allgemein bei Survival Games ist es halt. Ich kenne es ja von manchen QSG-Runden, habe ich viel gespielt. Muss ich echt übel halt darum erkämpfen, dass man gute Sachen in den Kisten findet. Naja, mal schauen. Komme 63p. Läuft bei dem. Ein Schwert, nice. Jetzt gibt's Rache. Okay. Da betteln die sich schon ein bisschen. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal drauf. Mal schauen. Ha. Ha. Oh, guck mal, hier kämpft. Oh, dir Schwert. Wenn der es droppt, ey, das wäre so nice. Natürlich hier TNT.
Lol. Was geht's auf mich? Schicker Assi. Nein. Das war aber, glaube ich, knapp. Wenn ich mein Schwert gedroppt habe. Okay, Gott sei Dank nicht. Aber, Kleiner, ich bin hinter dir gespawnt. Auf einmal ist es so ein 20-Jähriger. Sorry. Du kommst nicht von hinten. Aber wie viel Schaden macht der? Was hat er gedroppt? Nein, jetzt kommt er wieder. XD. XD. Oh Mann. Brauche ich mir eine bessere Waffe als mein Woodsword Deathbreak? Hab meine Angel gedroppt. GG. Alleine vorne geht es nicht weiter. Aber ich kann noch so ein bisschen racken. Deathmatch wird in 30 Sekunden gestartet. Ich möchte natürlich auch nicht mein Level verlieren. Erstmal gucken, was hier drin ist. Ein Hanisch. Aber wir haben ja schon einen. Kriegen wir den noch vielleicht? Wäre es auch nice. Oha, halbes Herz. GG. 20 Melonen. Ist zwar jetzt nicht so wertvoll, aber besser als gar nichts. Na gut, ich tue es mal hier auf diese Slots. Also, man kann ja hinscrollen. So, ich werde jetzt voll gereckt sein. Seht ihr? Bam. Magic? Oder nicht Magic? Meine Ausrüstung ist ziemlich schwach eigentlich. Ich weiß nicht, soll ich auf Teamboy gehen? Ich würde gerne das 101 gegen ihn suchen. Aber es ist höchstwahrscheinlich, dass ich abgestoppt werde. Oh mein Gott, da habe ich mich zu gut hitten lassen. Bitte renn nicht weg, bitte renn nicht weg, bitte renn nicht weg. Bitte entkomm nicht. Okay, es war ein Fehler. Nice. Erschwert da. Gut, er hat leider noch einen Pfeil. Aber bessere Helm ist auch inne. Inne, what the fuck. Ist eine Melone gedroppt. Sinnvollerweise. Ich krieg so ein Schwert von mir. Ich könnte mir ein Eisenschwert craften, ne? Das ist einfach zaubern. Er hat sein Dings verzaubert, eiskalt. Oh nein, bitte! Oh, verdammt. GG. Ach, das war schon das Finale. GG. So, was habe ich denn jetzt für eine Stats? Eine 6er KD. Ja, Leute, passt. Ich habe trotzdem einen Titel 11er KD. Muhaha. 50, okay. Ja, Leute, ich würde sagen, das war die erste Folge von dieser neuen Serie. Ich schau mal, wie lang. Ja, passt eigentlich. Die nächste Folge wird auch in ein paar Tagen kommen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.